Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde, mein Tagebuch hier auf YouTube. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich in meinem Chaos hier. Mein Name ist Julia, ich bin 42 Lehrerin aus Nürnberg. Heute muss ich mal Werbung dazu sagen, ich habe nämlich was geschenkt bekommen, also deswegen muss ich das heute erwähnen. Ansonsten ist alles, was ich hier zeige, selbst gekauft, selbst gemacht, selbst bezahlt, also was ich euch erzähle, erzähle ich euch aus Überzeugung und aus meiner Erfahrung. Ich muss hier nichts verschönern. Auch bei dem, was ich geschenkt bekommen habe, muss ich nichts verschönern. Ich müsste es euch eigentlich nicht mal zeigen. Ich könnte es auch komplett stillschweigend einfach für mich halten. Also von dem her, wenn ich hier was erzähle, dann entspricht es auch dem, was ich dazu erzählen möchte. Ja, es sind wieder 2 Wochen rum. Das ist das Wochenende, bevor die Schule wieder angeht. Für mich schon am Montag, für die Schüler am Dienstag hier in Bayern. Wir haben am Montag schon Anfangskonferenz. Ich bin gespannt. Ich bin ja jetzt mobile Reserve, das heißt, ich werde keine Klasse haben, sondern halt abwarten müssen, bis ich irgendwo einen, also meine Haare sind heute irgendwie wieder drüllig, bis ich irgendwo einen Einsatz kriege. Und ja, von dem her lasse ich das jetzt mal auf mich zukommen. Ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, also, aber es ist halt trotzdem, man startet halt ein bisschen planlos ins Jahr. Aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich am Montag den Volleinsatz kriege an irgendeiner Schule und die erste Woche zumindest mal nutzen kann, um mein Klassenzimmer mal noch auf Klarschiff zu bringen und so ein paar Sachen mal endlich einzusortieren und abzuheften. Ich habe ja die letzte Schulwoche dann Corona nicht in der Schule verbracht, wo ich sowas normalerweise mache. Also wäre es jetzt ganz gut, wenn ich jetzt die Woche Zeit habe. Ich hätte natürlich jetzt auch schon mal vorher noch in die Schule reingekonnt, aber ich habe mir tatsächlich gegönnt, bis zum letzten Tag wirklich mal Ferien zu machen. Mit dem Wissen, dass ich ja jetzt keine Klasse empfangen muss. Ja, Gönnung. Plus, dass mir durch Corona einfach wirklich 1,5 Wochen wirklich fest Ferien weggefallen sind und dann eigentlich auch noch die eine Woche danach, bis ich wirklich wieder fit war. Also habe ich mir gegönnt. Jo, bevor wir mit dem Strick- und heute auch Nähzeug starten, muss ich mal kurz ein paar Sachen noch sagen. Also ich fange mal mit was nicht so Dramatischem an. Ich habe letztes Mal euch einen Podcast empfohlen, habe den falsch benannt. Und zwar habe ich gesagt, der heißt Hallo Ernsthaft und das ist natürlich totaler Quatsch. Also wer unten den Link und alles wie immer in den Shownotes. Also wer irgendwas sucht, was heute gezeigt wird, das ist alles in den Shownotes. Der heißt natürlich Hallo Ernst Fall. Also. Und die eine der beiden Protagonistinnen, also die über ihren Krebs spricht, ist auch Strickerin. Jetzt ist mir schon wieder der Instagram-Name entfallen, wo ihr ihr auch stricktechnisch folgen könntet. Den packe ich euch aber hier rein und den Link auf ihr Instagram-Profil auch unten rein. Erstens. Und dann noch 2 andere Sachen, wo ich einfach darauf hingewiesen wurde, dass mein großes Mundwerk mal wieder schneller war als mein Gehirn und zwar auch zu Recht darauf hingewiesen wurde und froh bin, dass auch jemand mich mal auf die Nase gestupst hat und gesagt hat, ey, nicht so cool. Und ja, deswegen, das erste war ein Kommentar, wo es eben darum ging, dass ich mich ja letztes Mal über kleine Hunde ausgelassen habe. Ich habe dann, glaube ich, zwar auch irgendwann mal gesagt, ja, ich weiß ja, es geht eigentlich gegen die Halter und so, aber ich habe da auch Begriffe benutzt, die einfach nicht so nett dem Hund gegenüber war, der natürlich am allerwenigsten oder eigentlich gar nichts dafür kann. Und also zu Recht der Hinweis, dass das einfach eigentlich kein netter Move war und nicht sein sollte. Man sollte jetzt nicht anfangen, da auf den Tieren rumzuhacken oder abwertende Begriffe zu nutzen, weil es gibt ja viele Menschen, die auch kleine Hunde haben und die dann da vielleicht ja sich schon betroffen fühlen oder das nicht schön finden und der Hinweis ist absolut gerechtfertigt. Das tut mir auch wirklich nochmal leid. Ich wiederhole auch wirklich nochmal, ich weiß das ja auch eigentlich, dass es natürlich nicht die Schuld der Hunde oder des Hundes ist, sondern eigentlich da immer der Mensch, der an der anderen Seite von der Leine hängt, oft das Problem verursacht. Und wie gesagt, bei den kleinen Hunden eben halt, weil Menschen dazu neigen, sich zu denken, naja, ich trag den dann halt weg, wenn irgendwas ist oder der macht ja nichts oder der, na, so ein kleiner Hund, der kann ja keinen Schaden anrichten. Das ist Quatsch und die müssen genauso erzogen werden wie ein großer. Ja, aber wie gesagt, der Hund oder die Hunde an und für sich können natürlich nichts dafür und deswegen auch hier an der Stelle nochmal sorry. Ich wollte dann keinen Hund abwerten oder keine Gefühle verletzen oder ja. Und das Zweite, worauf ich hingewiesen wurde, wo ich auch mal wieder aus dem Kopf raus gebabbelt habe, war das Thema Zwillingsgeburten. Ich habe hier so völlig nonchalant rausgeplärrt, dass es ja eh normal wäre, dass bei
Zwillingsgeburten es einen Geburtstermin gäbe und einen Kaiserschnitt, tatsächlich gegründet auf der Tatsache, dass die Zwillinge, die ich kenne, also in meinem bekannten Kreis, wo Zwillinge geboren wurden, das immer Kaiserschnitte waren. Und der Großteil davon auch zu einem geplanten Termin, in ein, zwei Fällen dann auch etwas spontaner. Das kann bei Zwillingen halt passieren. Das kann natürlich auch bei Einzelkindern passieren. Also ich fange schon wieder an. Nee, und für mich hat es im Kopf irgendwie dann so zusammengeklickert, dass das bei Zwillingen wohl der Normalvorgang wäre. Und irgendwie wahrscheinlich, weil ich in meinem Kopf auch gedacht habe, naja, klar, eine Zwillingsgeburt ist wahrscheinlich einfach schwieriger, mit mehr Risiken verbunden unter Umständen. Und deswegen war in meinem Kopf so, naja, das ist halt wahrscheinlich so ein Sicherheitsding zu sagen, okay, Zwillinge holen wir einfach bei Kaiserschnitt. Ich wurde aufgeklärt, dass das nicht so ist. Hätte ich mir vielleicht auch selber denken können. Und deswegen auch hier nochmal, also ja, sorry, dass ich da Quatsch erzählt habe. Also auch Zwillinge können ganz natürlich zur Welt kommen. Und ja, in dem Zusammenhang kam dann nämlich eben auch auf, dass das in dem Fall wohl das eigentlich dahintersteckende, was zusätzlich noch kommt, ist, dass Frauen, die Einzelkinder bei Kaiserschnitt kriegen, eben oft sehr kritisch beurteilt werden. Oder dann eben gesagt wird, Menschen, ja, und das hättest du doch auch natürlich geschafft. Also das wird dann, na, also dass es anscheinend immer noch so ist, dass in der Gesellschaft, dass die natürliche Geburt das höchste aller Güter ist und ein Kaiserschnitt, also in ich weiß nicht, ob man jetzt Versagen sagen kann, aber dass es zumindest so gesehen wird wie, naja, da ist halt irgendwas falsch dran. Aber sobald es dann um Zwillinge geht, Leute eben sagen, ach so, ja, bei Zwillingen ist ja dann alles klar und dass diese Diskrepanz halt auch einfach falsch ist. Also das war so dann der Aufhänger um dieses Gespräch rum. Und ja, das sehe ich auch, dass das durchaus problematisch ist und deswegen auch hier, also sorry, das war einfach so der Hirnklick bei mir und habe mir da auch nie mehr Gedanken dazu gemacht. Gut, warum auch, bin keine Mutter, ich habe noch keine Geburt vor oder hinter mir. Und das war einfach eine dumme Annahme von mir. Gut, also die drei Sachen wollte ich aus der Welt schaffen. Ich wiederhole auch an dieser Stelle nochmal, ich bin dankbar dafür, wenn man mich darauf aufmerksam macht, wenn ich Quatsch babbel oder irgendwas sag, was für andere Leute verletzend sein kann oder unangemessen. Und wenn man das in einem freundlichen Tonfall tut, das muss nicht unkritisch sein, aber man kann einfach so gewisse Parameter gesellschaftlichen Umgangs einhalten und dabei nicht beleidigend wird, dann kann ich damit auch super gut umgehen. Freue mich total, wenn man mich da korrigiert. Und bin dann auch froh, wenn ich das rückmelden kann. Vielleicht geht es ja der ein oder der anderen von euch oder dem ein oder anderen von euch da ähnlich wie mir, dass man sich da einfach noch nie drüber Gedanken gemacht hat. Gut, also die drei Sachen vorneweg. Und mehr ist jetzt gar nicht so spannend passiert die letzten zwei Wochen. Ich habe noch ein bisschen schöne Sachen gemacht für mich und mit anderen und war noch ein bisschen um und unterwegs, unter anderem mit meinem Bruder in Köln. Ja, deswegen, so viel mehr gibt es gerade nicht. Heute gibt es in der Nacharbeit viele Tiervideos, an wer sich da mal drauf freut und Filmchen. Also da könnt ihr schon mal euch hinten aus drauf freuen. Ich habe auch versucht, unser neues Meerschweinchen auf Film zu bannen. Es hat geklappt. Also ich packe euch da auch mal Fotos ran. Ja, und sonst, wie gesagt, gibt es nicht viel. Deswegen können wir rüberhüpfen in die Hausaufgabe, wo ich euch ein bisschen was zeigen kann. Denn es sind Dinge fertig geworden. Also ich fange mal bei den Socken an und ich habe an meine Sockenspanner gedacht. Also die letzte Sock World Championship Runde war ja durch. Ist ja durch. Es sind zwar die Cooldowns gerade, aber die gefallen mir beide nicht so. Und deswegen habe ich die jetzt ausgesetzt. Aber das letzte Paar aus der fünften Runde habe ich noch fertig gestrickt. Ich habe euch den einen letztes Mal schon gezeigt. Das sind die Micronova Socks. Also, ja, ich habe euch das letztes Mal eigentlich schon erklärt. Ne? Es ist dieses Colorwork, ja, es glitzert, das Schwarze hat einen Glitzerfarben. Es ist ein
Und das war Blaze-Garn, das ich übrig hatte von einem Pulli. Und das Blaue ist das Handgefärbtes, wo ich nicht mehr weiß, wo es herkommt. Und ich konnte euch das letztes Mal schon zeigen. Und da hatte ich den ersten fertig und dann hat die Spitze noch gefehlt. Also ihr seht, die habe ich dann auch zugemacht. Die geht auch hier oben mit so einem Rippchenmuster noch zu Ende am Oberfuß. Und das ist im Endeffekt der ganze Socken, wenn er mal hübsch auf dem Sockenspanner hängt. Ja, mit diesen Pinstripes und Spickel. Das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man Colorwork-Socken hat, den Spickel eben so gestreift zu machen. Das fand ich eine ganz coole Idee. Am Fuß dann dieses Muster, damit man eben nicht so lange Spannfäden hat, mitgenommen. Und wie gesagt, ich habe sie fertig. Also davon gibt es zwei inzwischen. Und was man jetzt hier vielleicht nicht so gut erkennen kann, aber was ich euch sagen kann, definitiv so ist. Sonst hätte ich sie nicht approved bekommen. Also sonst hätte man mir die Punkte nicht gegeben. Die sind auch noch spiegelverkehrt gestrickt. Also ja, hier sieht man es jetzt vielleicht schon. Na, das drehe ich mal noch ein bisschen, dass das nicht 100% das gleiche Muster ist, sondern sich eben ja, abwechselnd verhält. Genau. Okay. Also die sind fertig. Die passen mir auch. Die bleiben auch bei mir. Die waren nämlich mega viel Arbeit. Da tue ich mich immer schwer, sie abzugeben. Und damit habe ich die letzte Runde der Sock World Championship eben auch noch Punkte abgreifen können. Und ja, das ist das erste, was fertig geworden ist. Dann ist mein zweites Babymützchen fertig. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal schon beide fertig hatte oder eins zum Teilen. Also ich habe jetzt, sie sind noch nicht vernäht, aber es sind jetzt beide Babymützchen fertig. Ihr seht, ich habe einmal weiß-orange und einmal orange-weiß, damit man es unterscheiden kann, gemacht. Aber ich glaube, das hatte ich euch letztes Mal schon erzählt. Aber nur der Form halber sind die beiden jetzt fertig. Es müssen noch Fäden vernäht werden. Man könnte noch einen Bommel drauf machen. Das ist in der Anleitung tatsächlich vorgesehen. Aber ja, ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal. Da weiß ich nicht, wie die Eltern so drauf sind zu dem Thema. Und die sind auch so okay. Das ist die Mütze Luke, L-U-K. Das ist, glaube ich, sogar eine Umsonstanleitung. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ja, und die gibt es von Newborn und ich glaube sogar Preemie, also Frühgeburt. Also wenn, na, die haben ja dann noch kleinere Köpfe, bis Erwachsenengröße L oder XL sogar. Also eine Anleitung mit, keine Ahnung, 18 Größen drin. Sehr ergiebig, also gerade wenn man geschenkmäßig Mützen verstrickt. Und ich habe mir von denen, die es bis jetzt bekommen haben, sagen lassen, dass die auch super sitzen, gerade bei Kindern. Also von dem her ist das so mein Go-To-Mützenmuster, gerade für Kinder. Ja, also die zwei sind fertig. Da kommen jetzt noch diese Söckchen dazu, die habe ich aber noch nicht angefangen. Das werde ich aber jetzt dann die nächsten Tage tun. Genau, und dann ist noch was Drittes halb fertig geworden, aber ich zeige es euch trotzdem jetzt schon, weil das dann eigentlich schon wieder in die Post muss und ihr werdet gleich sehen, dass das nicht so schlimm ist, dass sozusagen nur die Hälfte fertig ist oder sagen wir mal drei Viertel. Und zwar habe ich genäht seit Ewigkeiten mal wieder Sets für Kinder. Also ein T-Shirt und eine Pumphose und das eine hat diesen hübschen Minionstoff, da habe ich ein gelbes Bündchen dran gemacht. Okay. Ja, genau. Also ganz standardmäßig T-Shirt und die passende Pumphose dazu. Mal kurz wenden. Ja, letzter Schritt ist immer in den Fäden abschneiden, deswegen sind die dann immer links rum. Genau. Also diese kleine Pumphose dazu. In einer Größe 110, so roundabout. Ist ein Bestellwunsch von jemandem, der es mir wert ist, das zu machen. Und da ist jetzt eben dieses hübsche Set entstanden aus T-Shirt und Hose. Und es wird ein zweites Set dazu geben. Also das ist fertig. Ach so, Moment. Und weil ich noch Stoff über hatte, habe ich dann auch gleich noch so ein Halslätzchen dazu gemacht. Da muss ich jetzt bloß noch die Druckknöpfe dann dran machen. Das mache ich aber erst, wenn das andere auch fertig ist. Dass man dann hinten so mit zwei Druckknöpfen. Ich mache dann auch immer zwei Knöpfe hin, dass man es enger und weiter machen kann, dass das Kind ein bisschen mit reinwachsen kann. Ja, also so ein Halslätzchen, ein Halstuch, das ist für einen Übergang, habe ich mir sagen lassen, haben sich da die Eltern auch immer sehr gefreut, wenn es noch zu warm ist für einen Schal und die Winterjacke, aber man einfach schon ein bisschen was braucht,
wenn der Wind zieht, ja, freut man sich da auch. Also dieses dreiteilige Set ist fertig eins und beim anderen ist schon fertig das Lätzchen. Also hier seht ihr, sind wir für Fahrzeuge gegangen und ich habe auch schon die Teile. Also das ist das T-Shirt, das ist die Hose, die sind schon genäht. Was jetzt fehlt, sind die Bündchen noch und dann ist das auch fertig und dann noch die Druckknöpfe, aber das ist ja eine Sache von 5 Minuten. Und da wird jetzt noch das Bündchen rankommen in so einem hellgrün. Also ihr seht, das passt meiner Meinung nach ganz gut, weil hier irgendwo auch ein hellgrünes, da ist es, Entschuldigung, ein hellgrünes Auto drauf ist. Also das wird das Set, wenn es fertig ist, aber wie gesagt, sobald es fertig ist, schicke ich es weg. Deswegen wollte ich es euch jetzt heute zeigen und faktisch, ja, kann man das schon in die Hausaufgabe einordnen. Da tut sich ja jetzt nicht mehr super viel und ihr habt das andere schon gesehen, wie es aussehen wird. So, also das ist auch noch eine fertige Sache, sind diese zwei Zweiteiler. Eine kleine Auftragsarbeit, aber unentgeltlich, weil für Leute, die ich mag, mache ich sowas mit. Gut, so, das war's schon, aber hey, diese Socken haben mich echt nochmal Zeit gekostet. Die waren anstrengend, weil das Chart ja null repetitiv war. Also man musste wirklich jede Zeile wieder genau gucken, wo stricke ich eigentlich lang. Deswegen, die haben Zeit und Nerven gekostet. Und das Nähen. Und ich habe an anderen Sachen ja auch noch gearbeitet. Also von dem her passt das schon. Bin ich ganz zufrieden diese Woche. Und mit diesem halbfertigen Objekt geht mir, es ist ja praktisch ein fließender Übergang in Dinge, die wirklich noch halb fertig sind beim Werken und da rutschen wir jetzt gleich mal rüber. Und beim Werken ist einiges passiert. Ich überlege gerade, wie ich es sortiere. Wir machen es so. Also ich habe neu angeschlagen. Das habe ich ja letztes Mal schon angedroht, dass ich ein bisschen was Neues anschlagen will. Und zwar, wie angekündigt, einen Kaul, der auf eine Anleitung von der Gloria zurückgeht. Garn und Gloria findet ihr die bei Instagram und auch bei YouTube manchmal. Und die haben wir bekommen an dem schönen Strickwochenende, das wir bei ihr hatten, in der Nähe von Crailsheim. Ich glaube, sie hat sie noch nicht auf Ravelry veröffentlicht. Ich meine aber, gehört zu haben, ja, das müsste ich mal machen. Also vielleicht veröffentlicht sie es irgendwann, wenn es soweit sein sollte, würde ich euch da vielleicht nochmal extra drauf hinweisen. Im Moment gibt es die leider nicht zu erstehen, aber ja, das ist er. Also, der magische Wirbel ist der Titel von diesem Kaul, ein magischer Wirbel. Und ihr seht, jetzt hat sich da hier irgendwie die Wolle verheddert. So, versuchen wir es nochmal. Also, und ihr seht, das ist ein bisschen was Lacyges, also hier sind Lace-Partien drin. Und durch die Anleitung verrutscht dieses Lace nach rechts. Es macht also so eine Schräge. Und das heißt, die Optik am Schluss. Okay. Also hier ist ein Bild dabei auf der Anleitung. Ich versuche euch das mal schön zu zeigen. Genau, also ihr seht, das ist so ungefähr die Struktur, die Optik, die es am Schluss haben soll. Also so ein bisschen Bienenwabenartig, aber eben nur durch die Struktur. Oh, kommt bei mir jetzt noch nicht so raus, dazu ist er einfach noch nicht weit genug und ich glaube, ich stricke auch etwas lockerer, deswegen wirkt er nicht ganz so. Aber wie gesagt, mal abwarten, wenn er fertig ist. Aber ihr seht schon so die Tendenz, ne? Es schuppt sich so ein bisschen zusammen, hat aber mega Stretch, also der geht ganz schön auseinander. Den kann man echt weit machen, also ich komme wirklich, das wird jetzt ein Experiment, so, ich komme problemlos rein. Ja, und habe hier genug Ding und dann zieht sich der auch wieder ein bisschen zusammen. Also, ja, hat den wunderschönen Effekt, dass er schön, also, wie beschreibe ich es, der ist so fluffig, wie man eigentlich Sachen in Kartons macht, damit sie gut gepolstert sind. Also so ein bisschen den Effekt hat der einfach, also er ist knautschig, fluffig. Dadurch speichert sich natürlich die Wärme auch ganz gut drin. Dadurch, dass er das Lace hat, stockt aber nicht alles drunter. Also es wird einem nicht das Wasser den Hals rauf und runter fließen unter dem Teil. Der wird relativ, also man verstrickt das ganze Knäuel. Ich habe euch ja letztes Mal schon erzählt, ich habe dieses Wahnsinnsgarn mir gekauft auf dem Alpaka-Hof Miesler, heißen die, glaube ich. Das ist zumindest die Familie, die auch das Hohenloher Wollfest organisiert. Und sie verkaufen eben auch Wolle von ihren Alpakas. Das ist jetzt was Zugekauftes, aber ich habe auch
von den Alpakas Wolle gekauft damals. Und das ist ein Alpaka Seide Kaschmir. Also irre edel, irre weich. Das ist wirklich... Und halt null kratzig. Und ich bin ja so ein bisschen die Halsmimi. Das wird kein Problem sein. Und ihr seht, ich habe noch ordentlich. Also da ist noch nicht viel runter. Und man verstrickt den praktisch so lange, wie man lustig ist. Bis zum Ende vom Knäuel. Ob ich ihn so lang mache, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall darf der noch ordentlich wachsen. Und dann kann man den halt schön wirklich so bei zusammenknautschen, wie man es braucht. Ne? Und hat dann einfach ein bisschen was Warmes im Hals, was aber wenig Gewicht hat, was jetzt auch ein bisschen durchlässig ist. Das heißt jetzt gerade für die Übergangszeit. Oder dann auch fürs Klassenzimmer, weil da ist halt immer gut geheizt. Wobei wir wissen ja jetzt, 19 Grad ist der neue Anschlag für öffentliche Gebäude, zumindest in Bayern. Na, wo man noch ein bisschen was im Hals will vielleicht, aber jetzt nicht gleich so ein riesen Deckentuch. Ja, strickt sich schön, ist ein eingängiges Muster, also das, da macht man eine, ist ein Vierer-Reihen Repeat, also so ein, mir fehlen halt schon die deutschen Wörter, also ein Vierer-Reihen-Muster und das, also wenn man das einmal gemacht hat, weiß man, wie es geht. Danach braucht man nicht mehr in die Anleitung schauen und strickt jetzt einfach so lange hoch, wie man lustig ist. Also ein tolles Nebenbei-Projekt, perfekt, das, was ich ja auch haben wollte und mal wieder was für mich und auch was ich noch nicht im Schrank habe. Ich besitze tatsächlich bis jetzt keinen Kaul. Das ist der erste, den ich für mich mache, weil ich die eben eigentlich immer zu viel und dick und warm und ich kann mir das immer nicht so gut vorstellen. Und den hier hatte ich in der Hand bei der Gloria. Sie hatte den als gestricktes, fertiges Stück dabei und war sofort verliebt und jetzt mache ich den für mich selber. Also, der magische Wirbel von der lieben Gloria Mangold. Ob sie die Anleitung irgendwann veröffentlicht, wie gesagt, wenn es soweit ist, sage ich euch gerne nochmal Bescheid. Bis dahin müsst ihr neidisch staunen. Genau. Okay, so, das ist das eine, was ich angeschlagen habe und wie ihr seht, ja auch schon ein bisschen rein gemacht habe. Dann habe ich an meiner, nee, machen wir es andersrum. Ich habe an meiner Jacke weiter gestrickt, wie versprochen. Ich hatte ja von dem zweiten Teil das letzte Mal schon den Anfang gemacht und diese Jacke raubt mir den letzten Nerv. Und also wer mich kennt oder wer mir jetzt hier lange genug zuguckt, kann sich vorstellen, ich muss wirklich sehr, sehr viel Bock haben, diese Jacke endlich fertig zu haben, dass ich das Teil nicht einfach schon in die Ecke gefeuert habe. Long story short, ne? Ich habe beide Vorderteile fertig, hatte sie mit der falschen Nadel, beides komplett geribbelt. Dann das eine nochmal hochgestrickt, lief alles problemlos. Stricke das zweite hoch. Stricke bis zum 20. Repeat zur 20. Wiederholung. Jetzt komme ich drauf. Also bis zur 20. Wiederholung von diesem Vier-Reihen-Muster. Fange an, Abnahmen zu machen. Mach das schon für 14 Reihen. Also 14 Reihen von hier aus schon nach oben. Oder 4,5 Repeats. Und denk mir dann so, irgendwas stimmt nicht. Und dann guck drauf und wie wirklich wie der Kronleuchter fällt es mir auf den Kopf. Ja scheiße, du strickst ja nochmal ein linkes Vorderteil. Also ich habe einfach die Abnahmen an der gleichen Seite gemacht wie beim ersten Vorderteil. Ja, das kann ich hinhauen. Ich hätte die natürlich auf der anderen Seite machen müssen. Also den kompletten Abnahmenteil, diese 14 Reihen, war Gott sei Dank erst 14 Reihen und nicht schon wieder fertig. Wieder zurückgeribbelt, mal wieder und dann von da jetzt von hier aus den... Das, was jetzt ab dem Marker ist, praktisch auch schon wieder hochgestrickt mit den richtigen Abnahmen diesmal. Und es ist eigentlich so simpel, aber irgendwie ist es wahrscheinlich zu simpel, als dass ich mich ab und an mal drauf konzentriere, was ich eigentlich tue. Keine Ahnung. Gott sei Dank, wie gesagt, strickt sich schnell, weil die Wolle dick ist und die Nadeln ein bisschen, ich glaube, es ist sogar eine 6. Ja, also da geht was vorwärts und ich liebe die Wolle und ich will diese Jacke endlich haben. Und gerade jetzt für den Herbst jetzt. Heute ist es das erste Mal, dass es mal richtig durchregnet und kalt ist. Und ich werde mir jetzt dann später einen Tee machen und mich hier auf die Couch knallen und ordentlich abstricken. Aber ja, also wirklich, wie gesagt, wenn es nicht dieses Teil wäre, ich schwöre es, obwohl ich selber dran schuld bin, ich hätte es einfach schon weggefeuert. Das, ja, aber es geht voran, ihr seht es. Also Abnahmen sind am Laufen. Ich glaube, das wird auch das sein, was ich mir heute als erstes krall, in der Hoffnung, dass ich vielleicht sogar das Teil fertig kriege. Dann werde ich die Schultern zusammennähen, die Seiten und dann im Ärmelloch aufnehmen. Das sollte zwar eigentlich auch angenähte Ärmel sein, das trägt bei mir aber unfassbar auf. Und ich finde es in vielen Fällen eher hässlich,
ich persönlich ganz subjektiv. Es gibt Leute, die können es wunderbar tragen und bestimmt viele von euch, denen das auch gefällt. Oder wie gesagt, ich sehe, wenn ich es immer sehe, sieht es immer supi aus, aber an mir finde ich es immer bleh. Und ja, nee, mag ich einfach nicht. Deswegen werde ich die Ärmel anstricken. Und dann schauen wir mal. Und ich komme bis jetzt ganz gut mit dem Garn hin. Das war ja immer so die Sache. Falls ihr euch erinnert, ich habe ja extra die Bündchen unten in dem Grau gemacht, in der Angst, dass mir die Noro nicht reicht. Also diese geile, aber teure japanische Wolle. Aber ich komme ganz gut rum. Also ich glaube, ich kann tatsächlich die Ärmel relativ lang machen. Ich bin jetzt gerade so am Überlegen. Also entweder mache ich die Ärmel nicht so lang, mache ein relativ langes graues Bündchen und lasse es drauf ankommen, dass mir die Wolle noch für den Kragen reicht. Oder ich mache die Ärmel lang und mache den Kragen in dem Grau. Als absetzender Kontrast. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich glaube, das sehe ich, wenn ich die Ärmel am Stricken bin, wie mir das gefällt. Und wenn das Teil mal zusammengenäht ist und ich dann so sehe, wie es fällt, wie sich die Optik verhält und so weiter. Da bin ich mal noch gespannt. Aber, also nur um, hier waren wir das letzte Mal, als ich es euch gezeigt habe. Dann, wie gesagt, bin ich hoch bis zu den Abnahmen, habe Abnahmen hochgestrickt, habe sie wieder abgeribbelt. Also das war auch schon ein bisschen, jetzt zähle ich mal schnell 4, 8, 2. Ja, es war ungefähr so viel schon, vielleicht auch noch 2 Reihen mehr. Und dann wieder zurückgeribbelt und dann wieder hochgestrickt. Also ich komme schon vorwärts, aber ich stelle mir einfach permanent selber an Haxen. Also ich stelle mir permanent selber das Bein und lasse mich stolpern, immer und immer wieder. Naja, okay, aber es wird. Ich habe einen ganz harten Willen, das fertig zu kriegen. Für alle, die es interessiert, die es noch nicht kennen, ich bin heute nicht gut mit Sachen benennen. Das ist das Long Weekend Knit Cardigan von Yarnspirations. Link unten, ihr wisst schon. Ist eine kostenlose Anleitung, die ihr im Netz findet. Und da sind 3 Anleitungen drin. Also ihr könnt es sozusagen auf Taillenhöhe, also dass es wirklich gerade so bündig schließen würde, stricken. Ihr könnt es hüftig stricken, also so die klassische Cardigan-Länge. Und dann könnt ihr es, das ist jetzt die lange Variante, also die dann auch länger geht. Und die stricke ich für mich. Genau, also tolle Anleitung, kann ich wirklich nur empfehlen. Dickes Garn, dicke Nadeln und ich glaube, das ist halt so ein richtiger, so ein Einmümmel-Cardigan, den man sich überschmeißt und dann ja, sich einmuschelt. So, das war's nächste. Dann habe ich noch was angeschlagen. Also an Socken ist die Woche sonst nicht viel passiert, aber ich habe ja das eine echt anstrengende Paar fertig gestrickt, deswegen musste ich dann mal ein bisschen die Finger von Socken lassen. Und habe an anderen Sachen gestrickt, genau. So, das dritte ist mein Lionberry. Mhm. So halbrunde Tücher sind immer so blöd zu präsentieren auf den Nadeln. Ich versuche es mal. Ja, es wird nicht besser hier. Also es ist ein halbrundes Tuch. Also ihr seht hier die klassische Anschlagskante. Na, und dann geht man davon raus, dann kommt mal so ein Lochmuster, dann kommt hier so ein erst ein glatt rechts, dann, das ist jetzt kein Schmuh erzähl, dann ein kraus rechts, also da ist alles ein bisschen drin. Dann oben hier wieder eine Lochreihe und da geht es jetzt weiter. Also daran stricke ich auch gerade, und das ist jetzt schon Reihe 37 oder so von, ich glaube es sind knapp 90, nicht ganz 90, also ich bin schon verhältnismäßig weit, aber wir wissen natürlich, das Ding an den Tüchern ist, dieses letzte Drittel, wo dann so viele Maschen auf dem Tuch hast, dass es halt sich halt dann zieht. Aber es ist kurzweilig zu stricken. Es ist auch ein kleines Tuch. Es ist ein Tuch aus einem Strang. Also es wird nicht riesig werden. Und es wird sich natürlich noch geil ausspannen, weil ihr wisst ja, na, Lace und so weiter. Und das ist auch immer ein Stricks mit einer relativ großen Nadelgröße. Dafür, dass es eigentlich eine Sockengarnstärke ist, habe ich, glaube ich, eine 3,25 oder 3,25. 3,25 drin. Also man nimmt schon relativ große Nadel. Ja, also das ist mein Lionsberry. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das ausschaut, ich verlinke euch unten den Ravelry-Link. Schaut es euch da an. Da seht ihr es dann mal ausgespannt und aufgespannt. Und dann könnt ihr euch eine schönere Vorstellung davon machen. Ich stricke das Ganze aus einem Madeleine Tosh Merino Single, den ich noch übrig hatte. Ich habe mal 4 Stränge gekauft in der Messerie in München.
Hab 3 davon in meinen Sorel-Sweater gepackt und die ist übrig geblieben und seitdem fliegt die rum. Und wie das mit Merino Singles ist, was machst du denn damit? Socken gehen nicht und mit einem Strang kannst du irgendwie eigentlich auch nichts anfangen. Und für irgendeinen Geschmarri oder zum Verschenken ist es natürlich viel zu schade, weil Madeleine Tosh ist natürlich jetzt auch keine Billigwolle oder billige Wolle, so möchte ich sagen. Und ihr seht, die Farbe ist Moonglow, also das Mondleuchten. Das ist wirklich so ein ganz diffus zwischen Grau und Hellblau und fast so ein bisschen Türkisstich. Also geile Farbe. Und dann kam die liebe Kiwis Stricklust um die Ecke. Die hat auch einen Podcast, habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich verlinke sie euch auch unten wieder. Ist auch auf Instagram und hat den Einstrangtuch-Kall ins Leben gerufen. Also die Prämisse ist, wir stricken ein Tuch aus einem Strang. Und dann war ich sofort entzündet, noch bevor ich das Muster gesehen habe, weil ich habe unendlich viele dieser Einzelstränge, wo ich irgendwo mal dran vorbeigehüpft bin. Es hat Mama geschrien, ich habe die Arme geöffnet und na, dann sind wir zusammen aus dem Laden rausgeritten, die dann aber halt oft schwer zu kombinieren sind. Und jetzt ist es natürlich total smart von mir, dass ich dafür erstmal einen Strang nehme, der unifarben ist und den man wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit noch irgendwo rein kombinieren könnte. Aber ich hatte Bock auf die geile Wolle. Und bei Tüchern bin ich tatsächlich auch so, ich mag die eher unifarben, weil ich muss die kombinieren können, die dürfen bei mir nicht zu wild werden. Also habe ich aber trotzdem diesen, mit dem ich auch sonst nicht hätte gewusst, was ich jetzt gerade anfangen soll. Also ich habe das gesehen, hatte sofort diesen Strang im Kopf. Und dann habe ich das Tuch gesehen, hatte erst recht diesen Strang im Kopf. Und das war so richtig, okay, it's a match. Das ist es jetzt einfach. Und als erstes, wenn ich das richtig verstanden habe, soll das, glaube ich, ein etwas längeres Ding werden, als dass ich dann immer wieder mal so Tücher raussucht für einen Strang und dann neu. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Dann tut es mir leid. Aber so verstehe ich es jetzt. Aber jetzt stricken wir erstmal das. Und das Tuch heißt Lionberry, also die Löwenbeere, wenn man es wörtlich übersetzt. Entschuldigung. Und die Designerin heißt Narniel of Endor, wie immer. Ich verlinke euch alles unten. Ja, und es ist eben eine Anleitung für einen Strang, ein kleines Tuch. Also es wird keine Decke, das wird wirklich so ein, dass man sich zweimal wickelt und dann hat man halt am Hals was. Ich bin ehrlich, ich mag es, wie es rauskommt. Mir an und für sich gefällt mir das. Die Anleitung ist, ich will jetzt nicht unfreundlich sein, die Anleitung ist einfach nicht gut geschrieben. Die Idee ist gut, das Design an und für sich gefällt mir auch, aber die Anleitung ist einfach nicht gut geschrieben und besonders die deutsche Anleitung nicht. Also wenn ihr das mal nachstricken möchtet, und ihr seid des Englischen mächtig genug, an einer Anleitung und zu folgen. Bitte, bitte holt euch die Englische. Denn die Deutsche ist wirklich... Ich bin eine erfahrene Strickerin. Und da waren trotzdem 3 Stellen drin, wo ich wirklich nicht wusste, was sie jetzt von mir will. Und auch nicht mehr aus der Logik des Strickstücks mir erschließen konnte, was sie von mir will. Und es ist auch anderen so passiert. Also in der Revelry-Gruppe, das war wirklich witzig. Also dass dann gleich 4, 5, 6 Leute gepostet haben, also an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich bin auch nicht allein damit. Es ist einfach, also die deutsche Anleitung ist teilweise extremst ungünstig formuliert. Die englische ist okay. Und ich finde generell, hätte man ein paar Sachen schöner machen können. Da kommt dann nochmal ein bisschen komplizierteres Lace-Muster, wo man so Lace-Rauten strickt. Da würde ich mir dann zum Beispiel wünschen, ich kann nach ausgeschrieben, das ist alles ausgeschrieben, also es gibt keine Charts, keine Strickschrift, ne? Ist okay für mich, aber wenn es dann so ein kompliziertes Ding ist, wo man sagt, okay, da musst du halt über 8 Reihen wirklich schauen, dass du richtig strickst, damit du das Muster rauskriegst, da würde ich mir zum Beispiel einen Chart wünschen. Vor allem, wenn es sich eigentlich immer wiederholt. Ne? Wie gesagt, die Anleitung kostet nichts, alles cool, jammern auf hohem Niveau, bloß eine Vorwarnung. Wer es nachstrickt, wie gesagt, es ist im Deutschen ein bisschen kompliziert formuliert, das Englische ist in Ordnung. Nur so meine 2 Gedanken dazu. Ich habe ja gesagt, ich bin ehrlich mit dem, was ich hier vorzeige. So, so viel zu dem Einstrang-Tuch-Knit-Along. Okay, ich habe jetzt wirklich überlegt, ob ich was sagen soll, aber hey, für mehr Realität auf YouTube auch und für Transparenz. Mein Kater ist gerade an mir vorbeigelaufen in den Gang raus und ich höre ihn jetzt kotzen. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich mal kurz dann Pause drücken und das wegmachen. Leben mit Katzen. Aber es lenkt mich gerade etwas ab.
Ja, also, aber eine Sache möchte ich noch sagen, bevor ich mich darum kümmere. Nämlich, also das ist der Einstrangtuch-Knit-Along von Kiwis Stricklust. Da könnt ihr auch jetzt jederzeit noch einsteigen. Wir haben am 1.9. angefangen, also da ist noch nicht viel passiert. Es ist, glaube ich, auch vom Fertigwerden relativ locker. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Datum gibt, bis wohin wir fertig sein sollen. Aber im Zuge dessen habe ich mich schon wieder für den nächsten Make-Along bereitschlagen lassen, aber die liebe Nora Wintertag drauf, also die Nora aus Österreich, die mir letztes Jahr auch Wolle gefärbt hat für den Deckenporno-Make-Along, hat mich auf etwas gestoßen. Und zwar auf einen amerikanischen Make-Along. Also wenn ihr sagt, nee, Englisch bin ich raus, dann ist das jetzt nichts für euch. Und zwar der sogenannte Pigskin Make-Along 22. Also das ist ein Make-Along, den gibt es anscheinend, glaube ich, schon seit 2000. Also 14 Jahre, wenn ich es richtig gelesen habe, oder? Ja, ist ja auch wurscht. Und ja, komischer Titel vielleicht, Pigskin, also die Schweinehaut. Da muss man jetzt wissen, und jetzt kommt der Nischenteil dieser Veranstaltung. Pigskin ist ein umgangssprachlicher Begriff für einen Football, weil die aus Leder gemacht werden. Also ein Football, ihr kennt schon diese braunen Eier, mit denen Leute durch die Gegend werfen, die nennt man umgangssprachlich in Amerika auch Pigskin. Und im Pigskin Mull der ist football-thematisch. Also genau meine Nische getroffen. Stricken und Football. Yay! Und es ist wahnsinnig umfangreich. Da geht total viel ab. Man kann total viel machen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt und des Englischen mächtig seid, dann klingt euch da ein oder schaut es euch mal an. Ich verlinke euch die Ravelry-Gruppe unten. Man muss auch ein bisschen was tun, man muss sich anmelden mit einem Anmeldeformular und dann muss man, immer wenn man was fertig hat, muss man das auch per Formular einschicken. Also es ist schon nicht ohne, aber wer so ein bisschen Lust auf so Competition-Geschichten hat und Punkte abgreifen und so, der ist da richtig. Ich versuche euch mal einen kurzen Überblick zu geben. Also es ist football-thematisch, deswegen macht es auch Sinn, dass es hier um gemachte Meter geht. Also es ist völlig egal, was ihr macht, also ob ihr webt, spinnt, häkelt oder strickt, ist egal. Und es ist auch egal, was ihr macht. Also es ist egal, ob es ein Pulli, eine Mütze, ein Teppich, ein Schal, einfach nur spinnen wirklich, ne? Fasern produzieren und so. Das ist wurscht. Wichtig ist, wie viel Meter ihr schafft. Also es geht um Yards, um Raumgewinn sozusagen. Und man gibt dann immer, wenn man ein Strickstück fertig hat, muss man angeben, wie viele Meter man gemacht hat. Ich glaube, bei manchen Sachen muss man das dann halbieren oder verdoppeln, je nachdem, was man macht. So bei den Spinnern und den Webern, da sind, glaube ich, ein paar Sonderregeln, weil klar, es ist nicht fair zu sagen, jemand, der aus einer Faser ein dreifach verzwirntes Garn herstellt, kriegt die gleichen Punkte wie jemand, der die gleichen Meter häkelt oder strickt. Das wäre nicht fair, deswegen kriegen die da ein bisschen mehr. Bei anderen Sachen wird es dann aber ein bisschen weniger. Zum Beispiel, wenn man mit der Strickmaschine, ist auch erlaubt, dann muss man aber halbieren, weil es natürlich einfach schneller geht. Also sie haben da so ein bisschen System, ist aber nicht super kompliziert. Wird auch von denen ausgerechnet. Und es geht um Meter. Wenn man 100, für jede 100 Meter, die man verstrickt hat, bekommt man einen Touchdown, also 7 Punkte. Für alles unter 100 Metern bekommt man ein Field Goal, also 3 Punkte. Also wenn ich jetzt 240 Meter verstricke, kriege ich 7 plus 7 plus 3, also 17 Punkte. Dann gibt es Challenges. Also das Ganze läuft von jetzt am 23.09. Also ihr könnt euch jetzt direkt noch anmelden, bis zum Super Bowl Wochenende, also im Februar. Und dazwischen gibt es Challenges, also so Sonderaufgaben, wo man dann sagt, okay, mach irgendwas in Teamfarben von dem Football-Team. Mach etwas, das Football-thematisch ist. Hab einen Projektbeutel, einen Stitchmarker, ein Muster, das irgendwas mit Football oder mit einem Team zu tun hat. Also für alles Mögliche kann man Sonderpunkte kriegen. Und dann gibt es eben noch Challenges, die eine besondere Aufgabe für einen Zeitraum darstellen. Also, okay, mach etwas. Also da halt einfach, wo man ein bestimmtes Kriterium nochmal extra einbauen müsste. Dann gibt es ein Blitzpoints, also wenn man es schafft, ein Projekt mit 1000 Metern, was jetzt für ein Pulli, ehrlich gesagt, 1000 Yards sind ja auch ein bisschen weniger. Ne? Das sind, glaube ich, so, ich glaube, um die 920 Meter dann. Aber ein Pulli hat bei mir immer über 1000 Meter, das geht ja gar nicht anders. Da hätte man das zum Beispiel vielleicht, das gibt automatisch 500 Punkte. Wenn man eben so ein großes Projekt in der Zeit schafft und das ist machbar. Muss man halt wissen, ob man das will. Ja, also es gibt tausend lustige Nebenkriegsschauplätze irgendwie, also Dinge, die man sonst noch tun kann.
Man kann aber auch einfach nur vor sich hinstricken und seine Meter abgeben. Es geht um nichts. Es werden permanent Preise ausgelost, einfach nur, wenn man den Hashtag auf Instagram verwendet. Für eben die Challenges werden Preise ausgelost. Und am Schluss nochmal Zeug. Also es ist irre, es gibt Sponsoren, wo man Rabattcodes und Vergünstigungen kriegt. Ist halt leider alles amerikanisch, muss man sich überlegen. Aber ist jetzt für mich auch gar nicht so von großem Interesse. Die Gewinne werden aber auch international verschickt, also das ist kein Problem. Dann, ja, also es ist einfach eine irre Ding. Ich habe mich da neulich ein, das war echt also cool, weil ich mag es ja auch, wenn ich so ein bisschen mit Purpose stricken kann. Es gibt zum Beispiel auch Sonderpunkte, wenn du was für Charity strickst. Also da würden wir vielleicht dann auch so in diese Richtung, die ich letztes Mal angesprochen habe, mit dem Bedecken Make-Along. Oder jetzt im Oktober gibt es von einem ein Koffer voll Wolle, meine ich. Da glaube ich, muss ich euch demnächst mal nochmal genau sagen. Ich glaube, es ist ein Koffer voll Wolle, die macht im Oktober immer die wollig warme Herzen. Ey Leute, ich schreibe es euch unten rein oder ich sage nächstes Mal noch was dazu, wo man den ganzen Oktober strickt und das halt für Obdachlose an irgendwelche Organisationen spendet. Das könnte man da zum Beispiel prima verbinden. Das Oktober geht natürlich auch irgendwas in Teamfarben oder mit Footballmustern. Also ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, da mitzumachen und wer sich sicher genug im Englischen fühlt und Bock hat, ein bisschen auf Competition, aber im entspannten Rahmen, weil es um nichts geht am Ende vom Tag. Man wird in Teams eingeteilt, also wie bei der Sock Madness und wer da Lust drauf hat, hey, immer zu, kommt mit ran. Und ich würde mich freuen, wenn noch vielleicht die ein oder andere Football-Verrückte mit einsteigt. Dann gerne auch meldet euch bei Instagram bei mir. Also es läuft auf Ravelry hauptsächlich. Wer da Probleme hat, schade. Und dann aber eben auch bei Instagram eben unter dem Hashtag posten die Leute auch. Aber das Hauptevent läuft auf der Ravelry-Gruppe. So, jetzt habe ich da ganz schön viel drüber geredet, aber ich freue mich da einfach so drauf. Ich glaube, das wird mega lustig. Und mal gucken, was ich so aus dem Hut zaubern kann und dann irgendwie reinwurschteln in irgendwelche Kategorien. Bin gespannt. Und dann bin ich schon fertig mit dem Werkteil. Und jetzt mache ich kurz Pause, um das Malheur zu entfernen. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Krise abgewandt und aufgewischt. Ach ja, das ist halt manchmal so, wenn man Katzen hat. Im Pausenverkauf gibt es heute ein bisschen was zu zeigen. Und bevor ich damit anfange, möchte ich euch, ja, also wer auf Instagram ist, hat das schon mitbekommen und wahrscheinlich auch bei vielen YouTubern hier, weil es jeder schon in die Kamera gehalten hat, was zeigen, was ich geschenkt bekommen habe. Und wie gesagt, wirklich mit der vollen Ding, ich kann damit machen, was ich will, ich kann alles behalten, muss gar nichts zeigen, ich muss nicht drüber reden. Ich möchte es aber trotzdem tun. Ihr wisst, ich mache hier eigentlich kein Sponsoring oder irgend sowas in die Richtung. Und wenn ich was nehme, dann nehme ich es, um es zu verlosen. Es handelt sich um Etna, eine schwedische Plattform, ein Online-Shop, wo man schwedische Garne bestellen kann. Die haben mir damals auch für den Deckenporno mal was gesponsert, falls ihr euch erinnert. Und da war aber die Seite noch nicht richtig online und alles war, es hat sich alles verzögert, das war etwas kompliziert anscheinend, aber jetzt haben sie es, sie sind soweit, sie sind gelauncht, man kann da jetzt bestellen. Und wie gesagt, die machen gerade wirklich breit Werbung. Also ich glaube, jeden Strick-Account auf Instagram, dem ich folge, so hat fast jeder jetzt schon sein Päckchen in die Kamera gehalten. Und ich möchte auch meins kurz in die Kamera halten, weil ich es verlosen möchte. Und ich habe das extra nicht laut vorne angekündigt, weil ich einfach mal Leute belohnen möchte, die hier dranbleiben, die sich das auch wirklich anschauen. Und deswegen sage ich es jetzt. Also ich werde das hier verlosen. Ich habe mir überlegt, wie ich es machen will. Es ist echt viel. Es ist natürlich so eine Produktprobengeschichte. Also hier ist alles sehr gemischt drin. Und ich habe mir überlegt, dass ich das auf 3 Gewinne aufteile, damit vielleicht mehr Leute einfach eine Chance haben, hier teilzunehmen. Und zwar, also ich halte euch jetzt mal relativ flugs in die Kamera, was es gibt. Ich will da jetzt gar kein stundenlanges Gedöns draus machen. Also wir haben einmal eine Superwash, ein Superwash Garn mit 320 Metern auf 100 Gramm, also nicht ein bisschen stärker als Fingering. Und das ist Wolle und Alpaka, glaube ich, 50-50? Ne, 80-20. Also ein ganz normales so
typisches Woll-Alpaka-Gemischgarn. Nichts Besonderes in so einem Puderton. Es ist ein bisschen rosaner. Hier sieht es jetzt sehr grau aus. Es hat so einen leichten rosa Puder-Touch. Aber es ist wirklich nicht rosa-rosa. Aber es ist so ein Grau mit so einem leichten Rosé-Puder-Touch. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser wird, wenn ich irgendwas dagegen halte. Nee, nicht wirklich. Also davon 3 Knäuel hiervon. Fühlt sich ganz normal an, also nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht schlecht. Könnte man eine schöne Mütze zum Beispiel draus machen. Vielleicht ein Kinderpulli, könnte man probieren, könnte man rausziehen. Genau, also davon hätte es 3 Knäuel. Dann 1 Knäuel, diese kleine Baumwolle. Ganz süß, vielleicht wenn jemand Amigurumis macht oder so. Oder für hier Abschminkpads könnte die auch ganz gut gehen. Also es ist, ja, ganz normale Baumwolle, wie man das so kennt. 25 Gramm, 75 Meter in einem fliedrigen Ton. Auch hier, die Farben sind alle eher ein bisschen gedeckt. Also das knallt jetzt nicht wirklich. Das hat so einen fliedrigen Touch, ist auch weniger grau, als es hier aussieht. Ja, so kommt es ein bisschen gut raus. Das würde ich damit dazu packen. Und das wäre so ein Packerl. Dann, ja, vielleicht auch noch. Ich schaue mal, wie ich es 100% aufteile, weiß ich noch nicht. Dann haben wir hier das Soft Llama 4x, also Baby Llama Wolle. Ich weiß inzwischen, dass es nichts damit zu tun hat, dass die Lamas Babys sind, sondern es ist die Unterwolle, die eben besonders weich ist. Und die ist wirklich super weich, super kuschelig, die kratzt auch gar nicht. Also auch hier für mich halsfreundlich, hat einen minimalen Halo, also minimal ein bisschen Flausch, aber also wirklich ganz wenig. Und ist halt wirklich, also die ist weich und knautschig und die könnte ich mir jetzt auch super für ein schönes Tuch vorstellen. Also wer so in dieser grünen Region unterwegs ist, das ist nicht mein Farbschema, da könnte ich mir jetzt ein schönes Tuch zum Beispiel auch drauffüllen. Das sind insgesamt, dann meine ich, 200 Gramm genau und 50 Gramm sind 100 Meter, also das sind 400 Meter, 100 Gramm, 200 Meter. Schön dick. Auch hier vielleicht auch ein Kinderpulli oder eben ein Tuch oder ein Mütze-Handschuh-Set könnte ich mir auch schön vorstellen, was gestreift ist. Ja, also das sind die 4. Dann einen Strang Svensk Ull, das ist wahrscheinlich schwedische Wolle, könnte ich mir vorstellen. Das ist reine Schurwolle und die fühlt sich auch so an. Also ja, böse Zungen würden jetzt sagen, es ist kratzig, manche Leute stört das ja nicht. Ein bisschen schade, weil es, ich meine, ich kann verstehen, dass die jetzt hier nicht die Pulli-Mengen rausgeben. Es ist halt ein Strang, aber auch hier, wer nicht super empfindlich ist, geht hier bestimmt gut eine gute Mütze raus, die dann auch ordentlich warm hält. Ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob die sich aufpluscht und ein bisschen aufweicht, wenn sie gewaschen ist. Das ist bei Schurwolle oft so. Also vielleicht auch hier wird man dann sehen. Aber im Moment kann ich euch nur das sagen, was ich hier so in der Hand habe. Und das sind 100% Schurwolle, aber was haben wir denn für eine Lauflänge? Bin ich jetzt blind? Ah, also 100 Gramm, 180 Meter, also das sind 180 Meter, wie gesagt, ich denke, das könnten Mützchen werden, könnten auch Handschuhe vielleicht werden, da muss man vielleicht mit dem Filz ein bisschen aufpassen, aber die ist sehr sturdy, also ja, na, die ist versponnen, wie ihr hier sehen könnt, und schon robust, sagt man, glaube ich, immer so. Aber eine geile türkise Farbe, finde ich. Das wäre schon mein Schema. Ist auch dabei. Dann die Raggi, das ist die Sockenwolle. Hier Yerbo ist übrigens die Hausmarke. Die haben ganz verschiedene Garne und dann haben sie aber eben auch noch so ein bisschen anderes. Yerbo. Raggi ist die Sockenwolle und ihr könnt hier lesen Tänze Raggi. Also das ist halb Wolle, halb Tänze. Und Tencel ist ja so ein Material, das man inzwischen ganz oft irgendwo als Anteil an Sockenwolle sieht. Und es ersetzt das Poly. Das ist also plastikfreie Sockenwolle. 75-25, also 75 Wolle, 25 Tencel. In einem schönen Braunton. Ja, also so. Es glänzt auch ein bisschen, das macht der Tencel. Es fühlt sich auch gut an, wirklich. Also es fühlt sich ein bisschen glatter an als die ein oder andere Sockenwolle, die wir hier so aus Industrie kennen. Das liegt wahrscheinlich auch am Tencel. Es hat so einen leichten Schimmer. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich richtig schön zu Socken verstrickt. Wie gesagt, 2 große Knäuel. Also reicht auch für längere Socken oder für große Füße oder für 2 Paar Socken. Geht hier alles raus.
Die andere, jetzt muss ich mal schnell gucken. Also Yerbo ist das eine, die Hausmarke, genau. Und das, ich schlachte jetzt diesen Namen. Svarta Foret oder Faret. Das ist die andere. Und das ist aber, glaube ich, auch die Hausmarke in dem Sinne. Also das kommt beides aus deren Produktion zu sagen. Sie haben aber auch andere skandinavische Garne im Sortiment. Also da müsst ihr euch mal umschauen. Die haben auch Stricknadeln. Also der Shop ist wirklich schön. Und wer so in die Richtung geht und da was mag, wird man da bestimmt fündig. Und die Versandkosten sind so viel, ich weiß, auch moderat. Genau. Dann hat es hier von Yerbo die Mio. Ihr seht hier in einem Goldton und einem Blau. Also wer gerade noch Ukraine-mäßig strickt, wäre das zum Beispiel eine super Kombo. Aber auch sonst finde ich das ganz schön. Das ist 100% Merino Superwash. Ja, und auch so getwistet. Also ihr kennt das, solche Garne gibt's, kriegt ihr hier auch. Die Lana Crossa Bingo ist zum Beispiel, glaube ich, auch so in dem Stil. Bloß jetzt eben sehr dünn hier. Und das hat, na, wo steht's? 50 Gramm sind 175 Meter, also auch ein bisschen dicker als Sockenwollstärke, also 100 Gramm 300 Meter, nee, das stimmt doch gar nicht. 350 Meter. Ja, Kopf rechnen. Genau, also die zwei Knäuel wären hier mit drin. Dann, und das muss ich sagen, fand ich am spannendsten. Also, das war das erste Mal, wo ich dann mir so gedacht habe: Oh, okay, das finde ich cool, weil das andere, das sind tolle Wollen, aber es ist halt relativ Standard, sage ich jetzt mal. Aber das war das erste, wo ich angefasst habe, wo ich mir dachte: Oh, das ist aber hübsch. Und da überlege ich tatsächlich in Zukunft, wenn ich mal ein passendes Projekt finde, ob ich mir die nicht dann auch bestelle entsprechend. Und zwar ist das Tencel Alpaka. Die heißt Tencel Blow. Und ihr seht, na, die ist relativ fluffig. Die hat diesen Tencel-Schimmer, ist aber weich und fluff vom Alpaka. Hat ganz wenig Fussel, ein bisschen was hat sie, aber nicht schlimm viel. Und ist wahnsinnig weich und null kratzig. Also das ist auch wieder so ein halsfreundliches Garn. Und ich bin erstaunt, wie weich das ist. Also das war wirklich, ich habe das angefasst und gedacht, oh, was bist du denn? Die hat 50 Gramm auf 100 Meter, also auch wieder 100 Gramm 200 Meter. Ne? Ja, und ich finde auch das Melierte sehr schön in so einem Grau. Also die werde ich mir mit Sicherheit mal anschauen im Online-Shop, weil die finde ich spannend und ich könnte mir da wirklich auch schön was draus vorstellen. Muss nur noch das passende Projekt finden. Und dann zum Abschluss der Klassiker, also ein Mohair Silk, wie es alle Anbieter im Angebot haben, 25 Gramm, 210 Meter, also wirklich ganz klassisch Mohair-Seiden-Mix. Kann ich die Zusammensetzung? Ja, 72, 28, also wie gesagt, wirklich sehr klassisch Mohair-Seide, wie man das von Lace-Garnen kennt. Also ihr seht auch hier wahnsinnig viel Flausch dran. Ich weiß, manche mögen es nicht, aber ja, manche mögen es auch sehr und es ist ja momentan auch ganz im Trend, Mohair wo reinzustricken. Ja, das ist so ein Wollweißton, würde ich jetzt sagen. Grenzend an beige oder sehr helles Grau, aber eher so ein Wollweiß. Also es ist nicht strahleweiß. Ja, genau, als Beilaufaden. Also super. Genau, also das ist mal so der Ausschnitt aus dem Sortiment der eigenen Marke. Sie haben, wie gesagt, noch andere Marken. Ich weiß auch, dass es von Yerbo noch andere Qualitäten gibt. Wie gesagt, ich habe damals beim Deckenporno-Megalong ein Paket von ihnen verlost, da waren andere Qualitäten drin. Also sie haben ein breit gestreutes Sortiment. Ich habe jetzt sehr viel gedeckte Farben abgekommen. Ich habe aber bei anderen auch gesehen, es gibt auch kräftigere Farben. Also es sollte für jeden was dabei sein. Und der Kontakt mit der Firma war bis jetzt immer super nett, super freundlich. Ich hoffe, das ist dann auch im Kundenservice so. Ja, mehr kann ich jetzt dazu gerade, wie gesagt, nicht sagen. Und was es auch noch dazu gegeben hat, ist dieser hübsche Ätna Turnbeutel als Projekttasche. Der ist relativ groß, da passt also auch was rein. Den gab es auch noch drauf. So, und jetzt, und da hat es mich ein bisschen vom Hocker gehauen, war noch was drin, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, das müsst ihr euch leisten wollen, weil wenn das jeder bekommen hat, und das hat jeder bekommen, ich habe es in den Paketen von den anderen gesehen, da habt ihr euch nicht lumpen lassen. So ein kleines Kästchen von Mut, und ihr wisst, Mut ist wahrlich nicht günstig zu haben. Also wo man seine Nadeln, seine Stitchmarker, so Zeug reinpacken kann, vielleicht auch ein kleines Maßband.
Das macht man zu, das ist recht stabil zu dann auch und hat es dann dabei. So, also in einem schönen Braunton. Und ja, also da war ich echt überrascht, weil das muss, wie gesagt, finde ich schon relativ spendabel, das überall mit reinzupacken, aber hey. ja, gut, es ist Leder, kennt ihr meine Einstellung dazu, aber wie gesagt, jeder wie er will. Deswegen kaufe ich mir nichts von Mut. Ich finde die Sachen tatsächlich schön, aber es sind halt einfach Lederwaren. Das geht bei mir halt moralisch nicht. Aber das muss euch ja nicht davon abhalten, euch dran zu erfreuen. Und schön sind sie tatsächlich alle mal. Gut, also das war auch noch drin. Das war's. Also das ist das ganze Paket. Ich mache mir Gedanken, wie ich es vielleicht sinnvoll zusammenstellen kann. Und würde eben dann so 3 Päckchen draus machen und die verlosen. Vielleicht packe ich auch noch ein bisschen Shishi mit rein, damit das sich schön aufteilt und Sinn macht. Mal gucken. Und was müsst ihr jetzt tun, ist natürlich die Frage. Also wenn ihr Interesse habt an einem Packer, komme was wolle. Wie gesagt, es ist jetzt nicht alles Pullimengen und so, das muss euch klar sein. Aber vielleicht seid ihr eh Stricker von kleineren Projekten oder wisst, dass ihr irgendwas habt, was ihr dazu gut kombinieren könnt. Bietet sich natürlich vielleicht auch an, um eine Mütze oder ein paar Handschuhe oder irgendwas für einen guten Zweck zu stricken oder zu häkeln. Also was müsst ihr... Ich verbabbel mich heute schon wieder. Oh, das wird wieder eine Folge, ey. Was müsst ihr tun? Ich möchte, dass ihr in den Kommentaren unten einen Satz reinschreibt, der das Wort Schwedisch enthält. Also bitte nicht nur das Wort Schwedisch posten, sondern wirklich irgendeinen Satz. Ist, was ihr mir da erzählen wollt, ist mir wurscht, aber der Satz muss das Wort Schwedisch enthalten. Also, damit ich wirklich merke, da ist jemand, der es wirklich haben will, na, und nicht irgendjemand, der gar nicht sich den ganzen Podcast anschaut, einfach sich denkt, ach, da schreiben alle Schwedisch, gibt es da was zu gewinnen, deswegen habe ich es auch am Anfang nicht gesagt. Schreibt mir einen hübschen Satz, der das Wort Schwedisch enthält. Bitte das Wort Schwedisch bitte klein und richtig schreiben. Ich blende es euch hier nochmal. Also ich will niemandem zu nahe treten. Das Problem ist, ich werde das mit dem YouTube-Commentary-Picker die Gewinner auslosen und da kann ich ein Wort eingeben, das der rausfiltern soll, also dass er nur die Kommentare nimmt und dann muss das einfach richtig geschrieben sein. Also klein, korrekt geschrieben, deutsche Schreibweise, bitte nicht Swedish oder so. Und dann ziehe ich mir da 3 Gewinner raus. Also wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir ein Sätzchen in den Kommentaren und dann machen wir das so. So, das ist einmal die Verlosung. Ich habe schon wieder noch... Oh. Bin ich ins Stativ gekommen, Entschuldigung. Das hat jetzt wieder länger gedauert, als ich gedacht habe. Dann ist aber sonst auch noch Zeug eingezogen. Also ich habe noch andere Dinge gekauft. Zum einen, die Stoffe, die ihr vorhin gesehen habt, sind neu eingezogen. Die habe ich nämlich speziell dafür gekauft. Also den Baustellenstoff und den Minionsstoff. Und weil ich schon beim Stoff kaufen war und es gerade 20% gab auf alles mal wieder, Karstadt Stoffabteilung ist mein Tod, habe ich noch einen Stoff für mich gekauft. Und ich werde eine Hose für mich daraus machen, eine Jogginghose. Und jetzt bitte einmal Trommelwirbel, weil ich glaube, das ist der schönste Star Wars Stoff, den ich in meinem Leben bis jetzt gesehen habe. Also ich finde den phänomenal. Der ist tatsächlich an den alten Star Wars Teilen orientiert, das könnt ihr sehen. Ne? Also eine junge Leia, ein junger Han Solo, alte Sturmtruppler, der junge Luke, Chewie, R2-D2, C-3PO, Darth Vader, Yoda. Und das ganz drüber, ich finde diesen Stoff irre. Also der ist komplett durchgehend so bedruckt. Ich habe den gesehen, das war so, okay, ich muss es haben. Dann bin ich noch dreimal irgendwo anders in der Abteilung hingelaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme es jetzt mit, weil für 20% günstiger war es okay. Es hat ein bisschen was unter 20 Euro der Meter gekostet. Ist in Ordnung, ich werde mir daraus eine Hose machen und das wird meine neue Lieblingsjogginghose werden. Ja. Schwer verliebt. Oh, naja, für euch so rum. Ja, das ist eingezogen. Passender Bündchenstoff dazu in Grau. Genau, dann ist eingezogen... nee, das ist Quatsch. Dann ist eingezogen, sind Spiele eingezogen. Ich bin ja zurzeit wieder hart im Brettspielmodus. Ich habe eine Zeit lang nicht so viel gespielt, aber jetzt bin ich echt wieder dabei, auch regelmäßig mit einer Gruppe. Und da haben wir jetzt Spiele gespielt in letzter Zeit und 2 davon haben mich so überzeugt, die haben so viel Spaß gemacht, dass ich die unbedingt haben musste. Das eine ist, man kann es schlecht entziffern, es heißt Frantic. Es ist so geschrieben, dass man es theoretisch so rum und so rum lesen kann.
auf dem Kopf und auf dem Kopf, ach, wie auch immer. Also da steht Frantic, auch wenn man es kaum entziffern kann. Und das ist wie Uno auf Speed. Also das Grundregeln sind wie Uno-Regeln, Farbe auf Farbe, Zahl auf Zahl. Aber die Sonderkarten sind ein bisschen anders und die führen dazu, dass man anderen richtig böse eins reindrücken kann, wenn die schon meinen, sie gewinnen. Also es ändert sich wirklich rundenweise komplett die Dynamik, wer jetzt gerade wie viele Karten auf der Hand hat. Und das macht es einfach lustiger und spannender. Also wer mal ein Upgrade fürs UNO braucht, dem möchte ich das schwer ans Herz legen. Es ist, ich denke, auch für Kinder ab einem gewissen Alter okay. Die Empfehlung hier lautet, ja, ab 12. Das finde ich ganz in Ordnung. Also wenn man einen reiferen 11-Jährigen hat oder so, würde ich das vielleicht auch noch empfehlen. Aber ich denke so, Grundschulalter ist es noch ein bisschen zu, ja, da die Karten sind halt echt, also da geht es schon drum, anderen auch ein bisschen was reinzudrücken und ist jetzt vielleicht für so ein Kind noch schwierig. Aber so ab 12 ist es durchaus machbar. Und wer mal ein bisschen Upgrade für sein UNO sucht, sind das mal gut investierte Euros. Im Spielerhandel eures Vertrauens oder natürlich im Internet. Frantic und die Firma dazu heißt Game Factory. Ja, also ich hatte sehr viel Spaß, das zu spielen. Und ein anderes Spiel, das mich auch absolut überzeugt hat, im Deutschen heißt es Baumkronen, im Englischen heißt es Canopy, aber ist jetzt in Deutschland bei Cosmos erschienen. Und es ist ein wunderschönes Spiel, es ist wunderschön gestaltet und es ist ein Spiel, das auf zwei Personen ursprünglich ausgelegt ist. Also auch wer da, na, man hat ja, also bei uns ist ja auch so zu Hause, das sind mein Mann und ich, also wenn wir hier Spiele für fünf Personen auf den Tisch packen, ist meistens nicht so prall. Aber dieses Spiel ist auf zwei Personen ausgelegt und ist kurzweilig und macht Spaß. Und es geht darum, seinen Urwald zu bauen. Man spielt zwar am Ende die Punkte, geht es dann gegeneinander, wer die meisten Punkte hat, aber man spielt nicht direkt gegeneinander. Also ich kann jetzt dem Gegenüber eigentlich nicht wirklich was antun und er mir auch nicht, sondern man ist eben damit beschäftigt, aus seinen Karten den perfekten Urwald zu bauen. Und nach bestimmten Regeln gibt es dann halt Punkte für bestimmte Dinge, zum Beispiel wer den längsten Baum hat, wer den größten Wald, also die meisten Bäume hat, bestimmte Tierkombinationen geben extra Punkte und. Es hat eine spannende Komponente, weil man praktisch zwei Runden spielt, also man spielt den Sommer und den Winter und zwischen den zwei Jahreszeiten wird einmal das komplette Brett geräumt, bis auf die Tiere, weil der Wald natürlich praktisch und die Bäume, weil der Wald aber alle Pflanzen und was man sonst so hat, geht halt zwischen den Jahreszeiten weg, wie es halt in der Natur ist. Und dann spielt man nochmal den Winter. Und am Ende gibt es dann die große Punkteabrechnung. Also man muss sich, ja, es, hier steht es, ab 10, denke ich, kann man machen. Ja, also ein Kind, das da aufgeschlossen ist, das vielleicht auch ein bisschen Erfahrung mit Deckbuilding hat, also mit so Kartenspielen, wo man ein bisschen was sammeln muss und organisieren muss. Dauert eine halbe Stunde circa pro Runde, das kommt gut hin. Und man braucht ein bisschen Platz auf dem Tisch. Entschuldigung. Aber also ein tolles Spiel, so, mit so viel Liebe gemacht, so schön gestaltet und wirklich eine kurzweilige Geschichte für zwei Personen. Und kein halber Kompromiss, ein Spiel zu spielen, das eigentlich nicht für zwei so richtig ausgelegt ist. Man kann es theoretisch auch zu viert spielen. Das geht. Oder zu dritt. Da gibt's Tricks, aber der Sinn der Sache ist es eigentlich nicht. Also wie gesagt, für zwei Leute Baumkronen eine Empfehlung. So, und als letztes habe ich noch eine Panikbestellung gemacht. Und zwar habe ich über Instagram mitbekommen, dass Holz und Stein aufhört. Also wem das nicht sagt, Holz und Stein ist eine Stricknadelmanufaktur, muss man wirklich sagen, die Stricknadeln herstellen aus Edelhölzern. Und bevor jetzt jemand losschimpft, dass diese Hölzer sind Reste und Abfall vom Instrumentenbau. Und da werden nun mal Edelhölzer verwendet. Kann man jetzt auch wieder streiten, wie gut man das findet. Aber gut, die Idee ist ja zu sagen, dieser Abfall geht nicht irgendwo verloren, sondern da wird noch was Schönes draus. Und die benutzen eben diesen Abfall aus dem Instrumentenbau, um daraus Stricknadeln zu machen. Da gibt es, glaube ich, auch Schmuck, deswegen heißen sie auch Holz und Stein. Aber zumindest die hören jetzt altersbedingt auf mit der Produktion. Und ich seit Jahren gehe ich immer mal wieder bei der Seite vorbei und denke mir, ach naja, irgendwann gönnst du dir das vielleicht mal. Also ich sage es gleich, wie es ist. Die Stricknadeln kosten irgendwas zwischen 20 und 25 Euro. Gibt es in verschiedenen Seillängen und verschiedenen Stärken. Also ihr habt eine relativ breite Auswahl und verschiedene Hölzer. Aber es ist natürlich jetzt nicht geschenkt.
Aber wie gesagt, seit Jahren denke ich mir immer, ach naja, vielleicht doch mal, weil ich mag Holznadeln, ich stricke gerne auf Holz. Und schleiche da rum und bin dann immer wieder so, ey, ich habe genug Stricknadeln, ich habe so viele Stricknadeln, ich brauche es nicht unbedingt. Und jetzt, wo ich gehört habe, dass sie aber aufhören, habe ich mir gedacht, okay, ist es jetzt oder nie? Dann ist es jetzt und habe mir zwei Paar gegönnt. Ich habe die bei folly.me bestellt. Ich verlinke es euch unten. Die hat sich nochmal einen richtig guten Vorrat gesichert und hat die im Shop. Also wer da Interesse hat, jetzt zuschlagen. Die färbt auch selber, hat auch wunderschöne naturgefärbte, pflanzengefärbte Garne im Shop. Also da war ich war dann schon wieder so kurz davor, den Einkaufswagen noch mit Wolle voll zu machen neben den Stricknadeln, habe mich dann aber zusammengerissen, weil eigentlich brauche ich ja nichts. Aber also die hat da schon ein paar schicke Sachen außer den Stricknadeln. Aber da werdet ihr fündig. Also so sieht das Ganze dann aus. Ne? Holz und Stein heißt die Firma. Die auf ihrer Seite nicht direkt verkaufen. Also ihr müsst Händler finden. Folly.me ist die Dame, bei der ich gekauft habe. Könnt ihr ja mal gucken. Ansonsten googelt es mal, wo es sonst gibt. Genau. Also so sehen die aus. Das ist jetzt einmal. Ihr seht, da oben sieht man, welches Holz ich genommen habe. Also das ist Veilchen. Ja. Und dann habe ich einmal Ebenholz. Genau, ich habe immer 80 cm genommen, das ist bei mir so eine Go-To-Größe, wo ich sage, da mache ich nichts falsch, da geht, ich kann Magic Loopen und ich kriege aber auch ein größeres Projekt drauf, ohne dass es mir dauernd hinten und vorne runterfällt. Das ist mein Ding. Und ich habe einmal 3,25 und einmal 4,0, weil das sind tatsächlich, also 3,25 und 4,0 sind so zwei Größen, wo ich komischerweise nur ganz wenig Nadeln habe. Da habe ich mir gedacht, naja, dann kann man da mal noch aufstocken, den Vorrat mit den zwei Größen und die braucht man dann ja doch zum Pulli und Tuchstricken doch mal immer wieder. Genau. Ja, also die sind wahnsinnig hochwertig. Sie fühlen sich wahnsinnig toll an. Auch der Übergang zwischen, es ist ein Plastikseil, hätte ich mir vielleicht auch noch eine Alternative gewünscht, aber ich nehme es jetzt so, wie es ist. Der Übergang ist gut und sie sind schön spitz. Und also das Holz ist halt einfach wertig. Das merkt man einfach und da freue ich mich jetzt auch drauf, dass ich damit nochmal irgendwas anstricken kann. Also wer die Chance nutzen will, die Gelegenheit ist jetzt, da zuzuschlagen. Und es gab auch noch einen ganz klitzekleinen, so einen Ringmaschenmarkierer dazu, was ich auch mal ganz süß finde. Genau, ich gucke gerade mal. Genau, also das ist die Dame, wo ich bestellt habe, folly.me. Da findet ihr die im Internet, wie gesagt, handgefärbte Garne. Aus Pflanzenfärbungen, also keine Chemie und wirklich schöne Sachen, tolle Garnbases auch, also gute Grundwolle und dann schön gefärbt, auch sehr edel teilweise, also wo man wirklich sagt, hey, da möchte ich mir mal was gönnen, seid ihr da richtig gut bedient bei dir. Gut, das war's beim Pausenverkauf. Wir hüpfen über zum Fernsehwagen. Ich sage es immer wieder und nochmal gerne. Lehrerzimmer gibt es, wenn ich was finde, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt mal explizit drüber reden. Und im Moment ist einfach, excuse my French, also entschuldigt die Sprache, aber ich habe das Gefühl, alles ist einfach gerade eine riesen Shitshow und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll, ohne die Hände über den Kopf und über den Augen zusammenzuschlagen. Und ja, für mein und euer Wohlbefinden sparen wir uns das mal und erfreuen uns einfach an den schönen Dingen gerade. Also ab zum Fernsehwagen. Da gibt es jetzt noch ein paar Tipps für euch. The Queen is dead, long live the Queen. Und ob der neue King jetzt dann auch long liven soll, das schauen wir mal. Bin ja echt gespannt, wie es jetzt wird. Also ihr habt es mitbekommen, natürlich gestern oder vorgestern ist Queen Elizabeth II. Gestorben. Ja, ich halte mich mal zurück mit jeder so, wie er möchte. Wer jetzt gerade trauern möchte und sagt, er hat da auch in einer gewissen Weise ein Stück Erinnerung, weil einfach die schon immer da ist. Ne? Also außer jemand hier ist 97, dann hat er noch ein Jahr auf der oder älter, dann hat er noch ein paar Jahre auf der Erde gehabt ohne die Queen. Oder sagen wir mal gut, dass man sie bewusst wahrgenommen hat. Die letzten 70 Jahre, sage ich mal. Aber ihr wisst, was ich meine. Also die ist halt eine Institution, die irgendwie schon immer darum existiert. Und wer da trauern möchte, möge trauern. Ich finde es genauso berechtigt, dass Leute aber auch jetzt den Zeitpunkt nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass da eben auch nicht alles grün war. Das wissen wir. Also die Briten waren die größte Kolonialmacht dieser Erde und haben damit wahrscheinlich auch den meisten
kolonialen Schaden angerichtet, der bis heute nachwirkt an vielen Stellen. Plus, dass auch dieses Königshaus durchaus zu Recht in der Kritik stand und steht. Ja, ich sage, jeder macht, wie es für einen passt. Und mehr sage ich jetzt nicht dazu, aber wer es noch nicht kennt und einen Netflix-Account hat, dem empfehle ich wirklich die Serie The Crown. Also ich kann mit diesem ganzen Adelszeug und Royalismus und was weiß ich, erst nichts anfangen. Ich habe keine königliche Hochzeit in meinem Leben geguckt, es ist mir alles egal. Aber diese Serie ist einfach so gut gemacht. Also diese Serie spielt praktisch am Leben der Queen entlang. Das sind jetzt schon 4 Staffeln draußen, es kommen nochmal 2. Die ersten 2 Staffeln gehen von ihrer Kindheit über die Krönung, die ersten 10 Jahre vielleicht ihre Amtszeit als Königin, dann werden von einer Darstellerin gespielt, dann Staffel 3 und 4 werden von einer neuen Darstellerin gespielt, die eben älter ist, um das auch wirklich realistisch abzubilden. Der Schauspieler, der ihren Mann spielt, ne? Also das wird dann wirklich, das ist ganz smart gemacht, dass man praktisch nach 2 Staffeln einmal austauscht, damit die Leute eben auch die 20, 30 Jahre älter ausschauen, die da dazwischen liegen. Und das ist dann eben die Zeit vor und mit Diana. Und auch da finde ich, das haben sie ganz toll gemacht, dass das nicht zu sehr Bild wird und aber auch nicht zu verschönt. Also generell die ganze Serie, finde ich, ist sehr balanciert zwischen informativ. Es ist natürlich trotzdem eine fiktive Serie. Es ist keine Doku-Serie mit Originalmaterial. Es ist geschauspielert, die Geschichte eben. Aber eben auch nicht zu reißerisch, aber auch ehrlich und offen. Und es wird auch, Dinge werden relativ schonungslos teilweise gezeigt. Und es geht eben auch um die Politik, es geht aber auch um ihr Privatleben. Also die ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also auch kann mir auch vorstellen, auch für Leute, die jetzt mit dem ganzen Zeug nicht so viel anfangen können. Es ist einfach wirklich eine gut gemachte Serie. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf 5 und 6, also wo es jetzt dann eben um nach Diana geht. Und kriegt jetzt natürlich nochmal einen anderen Spin, jetzt wo sie wirklich tot ist. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Ob sie vorher praktisch einen Cut machen, weil zum Zeitpunkt der Produktion, die ja eigentlich noch am Leben war, oder ob sie das noch mit einbauen, ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ja, also The Crown heißt die Serie auf Netflix, wer es hat, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ansonsten sage ich immer Netflix Probemonat, ne? Sich mal ein paar Sachen angucken, die es da so gibt, und dann kann man nach einem Monat ja wieder, beziehungsweise Netflix kannst du sowieso monatlich kündigen, also ihr könnt theoretisch einfach sagen, ich hole es mir mal für einen Monat, gebe die 10 Euro oder was es gerade kostet aus und dann lasse ich es halt auch wieder sein. Kinobesuch kostet auch nicht weniger. So, also gucken. Zweitens gucken auf der ARD-Mediathek, in der ARD-Mediathek. Schöne neue Parallelwelt, eine super gut gemachte und lange recherchierte Doku über alternative Nachrichten und Medien. Also die hat wirklich ein Team über einen langen Zeitraum recherchiert, wie alternative Nachrichten und Mediendienste funktionieren, wie sie bestimmte Dinge beeinflussen. Inzwischen gibt es ja Bereiche, wo große Plattformen wie YouTube, Twitch etc. eingreifen und sagen, wir sperren euch, wenn ihr so einen Quatsch erzählt. Und wie es jetzt weitergeht und auch wie die Social Media nutzen. Also es ist echt spannend. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bewusst wird, wie die arbeiten, wie viel Einfluss die inzwischen nehmen. Und wenn man sich manchmal fragt, warum Leute mit komischen Meinungen um die Ecke kommen, dann kann ich euch sagen, ja, unter anderem, weil die halt solche Sachen gucken und die sind gut. Die sind aufgemacht wie Nachrichtensender. Die haben einen bestimmten Sprachduktus. Die benutzen bestimmtes Wording für bestimmte Sachen. Ganz lassen die einfach so einfließen, ohne groß was drüber zu tun. Aber wenn du das immer und immer wieder hörst, übernimmst du das einfach irgendwann. Also man sieht mal, wie gefährlich das sein kann und wie schwierig es aber auch ist, sowas zu stoppen oder auszubremsen, weil wir A, natürlich eine Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland haben. Und B, es eben auch über das Globalisierte, übers Netz auch schwierig zu fassen ist manchmal einfach. Also wirklich, und welche politischen und andere Parteien sich aber auch das zunutze machen, diese Kanäle zu nutzen, um Leute einzufangen. Also irre spannende Doku mit guter Recherche. Schöne neue Parallelwelt auf ARD Mediathek, wie immer unten verlinkt. Das war Gucken, jetzt kommt Hören. Ich habe 2 neue Podcasts für euch. Der erste heißt 1+1. Und zwar ist das ein kleines Experiment, ein Podcast, wo man immer für 4 Wochen lang 2 Promis an einen Tisch setzt und sagt, okay, ihr habt 4 Wochen Zeit,
guckt mal, ob ihr beste Freunde werden könnt. Das ist natürlich eine überspitzte Herangehensweise, aber die Idee ist praktisch zu sagen, okay, 4 Wochen, ihr seht euch jetzt 4 Wochen, ihr könnt euch auch dazwischen treffen, quatschen, aber 4-mal setzt ihr euch hier an einen Tisch und redet mal über die wichtigen Fragen des Lebens und guckt, ob ihr am Ende als Freunde rausgehen könntet. Ich finde es spannend, es gibt jetzt ein Pärchen ist durch, das nächste fängt jetzt dann an. Das erste Pärchen ist Ina Müller, die kennt ihr wahrscheinlich aus dem Fernsehen, ja, Inas Nacht und so. Und Moritz Neumeier, den könntet ihr auch aus dem Fernsehen kennen, ist ein Comedian, Autor und so weiter. Und also das fand ich wahnsinnig charmant, die beiden miteinander, fand ich schon super gut. Und da die halt auch miteinander sprechen und nicht der eine den anderen zu Gast hat oder interviewt, sondern und dann eben auch über so spannende Sachen reden, wo man dann so, ja, ob auch überlegen kann, ist mir das selber wichtig an Freundschaften, was würde ich gerne wissen. Ja, also es ist, ich fand es angenehm zum Zuhören. Die zwei waren auch einfach ein gutes Match-up. Fand ich auch einfach eine gute Kombi zum Zuhören. Ich bin jetzt gespannt, was die weiteren so bringen. Aber also im Moment noch erstmal eine warme Empfehlung. Und dann für die True Crime Fans unter euch ein neuer True Crime Podcast. Ich weiß, es ist der 175.000. Aber ich bin ja dann inzwischen so weit, dass ich sage, also wenn es einfach nur jemand ist, der mir Mordfälle nacherzählt, bin ich raus. Davon habe ich genug gehört. Aber ich bin immer gespannt für neue Ansätze. Und auch das hier ist wieder einer, der vielleicht einen neuen, netten Aspekt hat. Und zwar heißt der Hausmann und Benecke. Frau Hausmann, deren Namen ich gerade nicht weiß, ist Autorin, Krimi- und Thriller-Autorin, schreibt unter anderem auch für den Tatort, glaube ich, und veröffentlicht eben selber Krimis und Thriller. Und Benecke, der Name wird euch was sagen, Marc Benecke, also einer der berühmtesten Forensiker, anthropologische Forensiker, das ist, glaube ich, was er macht. Also ihr habt den bestimmt schon mal im Fernsehen gesehen, glatzköpfig, Brille, stark tätowiert und redet über Insekten und was sie mit Leichen machen. Also den kennt man eigentlich aus Funk und Fernsehen. Und die beiden haben einen Podcast zusammen, in dem sie über reale Verbrechen sprechen. Und zwar über solche, die teilweise so absurd sind, dass die Frau Hausmann immer sagt, ja, das könnte ich nie so schreiben. Das würde mir kein Sender abkaufen und kein Verlag, weil die alle sagen, das glaubt ja kein Mensch, was du da schreibst. Aber in der Realität ist es halt so passiert. Und dann eben diese Fälle mit Hilfe von Marc Benecke aufdröselt, der dann eben mit seiner Expertise sagt, ja, in der Realität könnte das so sein, dann könnte man das finden, hier und das und was weiß ich was. Also, ich finde es einen spannenden neuen Twist, mal einen Aspekt. Es ist auch gar nicht so sensationsheuchlerisch auf die, und dann habe ich hier und gruselig und Spannungsbogen, sondern es ist, ja, ich mag's. Punkt. Hört's rein, wenn ihr mit True Crime was anfangen könnt, wenn ihr vielleicht auch Marc Benecke oder Frau Hausmann kennt und wisst, das ist so die Schiene, die euch taugt, die Art, wie da über Sachen gesprochen wird. Und dann probiert's aus oder lasst's sein. So, das soll's gewesen sein. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schreibt mir in die Kommentare. ich sag alter Schwede, ne? Also nein, bitte schreibt mir einen Satz mit Schwedisch in die Kommentare. Und dann habt ihr eine Chance auf ein Päckchen bei mir. Und sonst lasst es euch gut gehen. Ihr wünscht mir Glück für den Schulstart am Montag und vor allem genug Schlaf vorher. Die erste Woche ist immer hart, wenn ich dann wieder auf 6 Uhr aufstehen umsteigen muss. Ansonsten macht's gut. Ihr wisst, für mich ist auch die letzte Runde. Und in dem Sinne eine schöne Woche. Und jetzt Tierchen gucken.